Zukunft Steuern. Updates der BSTBK. Der Podcast über die Steuerberatung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Claudia Kalina Kerschbaum. Heute geht es um das Thema Datenschutz in der Steuerberaterkanzlei. Mit der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, hat die Europäische Union europaweit einheitliche Vorgaben für den Schutz von personenbezogenen Daten festgelegt. Mit deren Inkrafttreten wurden die Pflichten für den rechtskonformen Umgang mit sensiblen und personenbezogenen Daten nochmals intensiviert und die betroffenen Rechte umfassend gestärkt. Die DSGVO und das deutsche Bundesdatenschutzgesetz, kurz BDSG, haben auch einen großen Einfluss auf Steuerberaterkanzleien. Datenschutz spielt in vielen Bereichen eine große Rolle. Vom Internetauftritt der Kanzlei über das Arbeiten im Homeoffice bis hin zur Auftragsverarbeitung und Nutzung von Cloud-Diensten. Hier gilt es, den Überblick zu behalten. Welche Datenschutzanforderungen sollten Steuerberaterinnen und Steuerberater erfüllen? Wie können sie ihre Kanzleiprozesse sicher gestalten und wo lauern Datenschutzrisiken? Dazu mehr in der heutigen Folge. Und heute zu Gast? Heute begrüße ich in unserem Podcast ganz herzlich Herrn Dirk Munker. Herr Munker ist ausgewiesener Datenschutz- und IT-Sicherheitsexperte und berät seit über 10 Jahren gerade auch Freiberufler bei datenschutzrechtlichen Fragen. Herzlich willkommen, Herr Munker. Hallo Frau Kalina und besten Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Sehr gern, Herr Munker. Starten wir gleich ins Thema. Datenschutz ist ja ein ganz spannendes Thema. Daten sind wichtig und wertvoll. Gleichwohl muss man ja manchmal beobachten, dass die Menschen schon so ein bisschen lax sind, auch im Umgang mit dem Datenschutz. Von daher würde ich Sie bitten, holen Sie doch unsere Hörerinnen und Hörer erstmal ab. Warum ist denn Datenschutz gerade in der Steuerberaterkanzlei so wichtig? Ja, allgemein gilt ja, Daten sind ein hohes Gut. Sie werden auch als die Währung unserer Zeit bezeichnet. Und gerade in der Steuerberaterkanzlei haben wir natürlich besonders sensible Daten. Ja, sowohl von den Mandanten als auch von den eigenen Mitarbeitern. Daten, die zum einen der beruflichen Verschwiegenheit unterliegen, aber auch Daten, die die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, als besondere Arten personenbezogener Daten bezeichnet. Gesundheitsdaten, Daten zum Familienstand, religiös-ethischer Hintergrund, Gewerkschaftszugehörigkeit. All das haben wir in der Steuerkanzlei. Und gerade deswegen spielen natürlich Datensicherheit, man könnte es auch als IT-Sicherheit bezeichnen, wenn man es rein auf die IT bezieht, und Integrität, eine zentrale Rolle in der Kanzlei. Ja, Es gilt eben, diese sensiblen Daten der Mandanten zu schützen, auch vor dem Hintergrund des besonderen Vertrauensverhältnisses, das zwischen Berater und Mandant besteht. Es geht letztlich dabei um alle personenbezogenen Daten, die Sie in der Kanzlei haben, der Mandant, die Mitarbeiter des Mandanten, ja, Daten, durch die man eine Person identifizieren kann und die sich auf eine natürliche Person beziehen. Das gilt nicht für juristische Personen, das muss man klarstellen. Ja. Also alle Daten, die Sie im Rahmen der steuerberatenden Tätigkeit von den Mandanten haben, von Ihren Angestellten haben, die gilt es zu schützen. Und da gibt es eben die Verpflichtung durch die Datenschutzgrundverordnung, das Bundesdatenschutzgesetz, die auch für den Steuerberater gilt, natürlich auch für alle anderen Unternehmen, über diese Daten auch zu informieren, den Umgang mit den Daten zu dokumentieren, bis hin zur Löschung, wenn die Daten nicht mehr benötigt werden. Und dafür sieht die Datenschutzgrundverordnung eben ein umfassendes Schutzkonzept vor. Und das kam eben auch neu mit der DSGVO. Der fahrlässige Umgang wird wesentlich strikter sanktioniert, als das früher der Fall war. Aber diese Bußgelder, die will ich gar nicht so in den Vordergrund stellen. Für mich ist das Schlimme eigentlich in dem Zusammenhang mit dem laxen Umgang mit den Daten der Imageverlust der Kanzlei. Ja. Und eins muss man ganz klar sagen, Datenschutz ist Chefsache, also die Verpflichtung, sich um das Thema zu kümmern, die liegt beim Inhaber, beim Berater selbst, bei Chefin oder Chef. Und gerade jetzt sehen wir ja
mit zunehmender Digitalisierung der Kanzleien, wir haben da ganz neue Herausforderungen. Wir haben neue Möglichkeiten, ja, und damit einhergehend aber neue Herausforderungen. Ich denke an so Themen wie mobil auf die BWA zugreifen oder irgendwelche Schnittstellenkonverter, die FIBO-Daten importieren. Also diese Herausforderungen, die machen sich jetzt deutlich bemerkbar und dadurch wird das ganze Thema etwas komplexer, als es früher war. Ja, vielen Dank, Herr Munker. Genau wie Sie sagen, ne, Datenschutz gab es eigentlich immer schon. Es ist dann nochmal stärker ins Bewusstsein gekommen durch die Datenschutzgrundverordnung, auch durch die Sanktionierung, auch wenn Sie jetzt gesagt haben, lege ich gar nicht so einen Schwerpunkt drauf, ist ja richtig. Aber gleichwohl ist das natürlich immer so ein Punkt, wo man denkt, hups, jetzt muss ich aber tatsächlich was tun, weil es so wichtig ist und weil ich im Zweifelfall auch noch dafür sanktioniert werde, wenn tatsächlich Fehler passieren. Kommen wir ja an späterer Stelle vielleicht auch nochmal dazu. Wenn wir jetzt konkret in die Kanzlei schauen, welche Datenschutzanforderungen sollten denn Steuerberaterinnen und Steuerberater erfüllen? Was ist so konkret zu tun? Ja, ich nenne mal die wichtigsten Themen in dem Zusammenhang. Ja, zunächst mal, wenn die Kanzlei mehr als 20 Köpfe hat, ich nenne es jetzt mal wirklich Köpfe, weil viele Kanzleien, die rechnen dann in Teilzeitäquivalenten oder ähnliches, 20 Köpfe einschließlich Geschäftsleitung, dann bin ich verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Das war mal, die Schwelle war mal wesentlich niedriger, die war mal bei 10 und tatsächlich muss ich sagen, aus unserer Praxis, viele haben auch sich dafür entschieden, nach der Anhebung dieser Schwelle von 10 auf 20 weiterhin freiwillig einen Datenschutzbeauftragten zu behalten, denn die Möglichkeit gibt es. Denn wenn Sie, Herr Munker, ja, wenn ich da mal kurz einhaken darf, das war ja was, wo wir uns auch für eingesetzt hatten, auch seitens der Bundessteuerberaterkammer, dass diese Grenze hochgesetzt wird, ne, von 10 auf 20 Köpfe, so wie Sie es genannt haben, in der Kanzlei, dass man diesen internen Datenschutzbeauftragten dann nicht braucht, ist, glaube ich, für die kleinen Kanzleien schon auch echt eine Erleichterung. Die ihn haben, werden ihn sicherlich beibehalten, weil es auch gut ist und ja auch hilft in der Kanzlei. Aber die anderen, die vielleicht so gerade an der Schwelle waren, waren dann, glaube ich, auch ganz glücklich damit, dass es jetzt 20 sind und nicht mehr 10. Ich meine, Sie müssen natürlich eines sehen, die Arbeit muss trotzdem gemacht werden. Das heißt, es ist lediglich die Benennung, die wegfällt. Die Umsetzung all der Punkte, die sich aus der DSGVO und aus dem BDSG, also dem Bundesdatenschutzgesetz, ergeben, die ist trotzdem verpflichtend. Und wenn Sie natürlich niemanden haben, der das Know-how hat und Chefin oder Chef sollen das nebenbei machen, dann wäre es umso herausfordernder. Ja? Also wenn man zum Beispiel denkt, es geht um so Punkte wie Erstellung eines Verarbeitungsverzeichnisses, also eine Übersicht über sämtliche Prozesse in der Kanzlei, in der personenbezogene Daten verarbeitet werden, jeweils mit der Frage, welche Daten werden wozu verarbeitet, auf welcher Rechtsgrundlage gehen an wen, werden wie lange gespeichert, wann werden sie gelöscht, welcher Dienstleister hängt da im Hintergrund dran, auf das Thema kommen wir ja später noch. Ja, ich muss ein Datenschutzmanagement einrichten, also alles, was zu Datenschutz gehört, in eine Form bringen, ja, meine Verantwortlichen in der Kanzlei definieren, wer kümmert sich denn eigentlich um Administration der Software, um Updates beim Virenschutz, um Rollenrechtekonzepte. Wie schaut es denn aus mit Verschlüsselungsverfahren bei den Cloud-Anwendungen, die ich nutze? Wie mache ich ein sicheres Passwort? Ja, das ist ja essentiell für die Kommunikation mit dem Mandanten. Da gibt es ja diese schönen Merkregeln. Ja? Also wenn wir jetzt auf die Uhr schauen und sagen, morgens um 10 nervt mich der Munker mit dem Datenschutz, haben Sie ein wunderbares Passwort, ne? Großes M, kleines U, eine 1, eine 0. Jetzt brauchen Sie nur noch Sonderzeichen, die Sie irgendwo einbauen. Ja, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen das jetzt natürlich nicht mehr nehmen. Jetzt ist es genau, bekannt. Ne? Das ist jetzt haben wir es ausgeplaudert, dass sichere das Passwort. Das ist jetzt verbrannt, ja, aber es wird ja jedes Jahr veröffentlicht, die Top 10 Passwörter der Deutschen. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist wieder mal vorne. Ja. Also das heißt, wir brauchen eine sichere Kommunikation, gerade bei sensiblen Daten oder bei Cloud-Anwendungen, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung beispielsweise. Wir müssen checken, was machen eigentlich unsere Dienstleister? Das ist jetzt dieser Punkt Auftragsverarbeitung. Ja, also was macht mein IT-Dienstleister, was macht mein ASP-Dienstleister, um sie beispielsweise bei Namen zu nennen, was macht denn Datev Edison Agenda mit meinen Daten, was macht das Systemhaus, das mein Hosting dort organisiert mit meinen Daten, was macht der Aktenvernichter, der die Akten zum Schreddern abholt, ja? Alles das will geklärt sein. Und dann natürlich ein sehr wichtiger Punkt, ich muss die Mitarbeiter sensibilisieren. Die Mitarbeiter müssen wissen, was tue ich, wenn irgendwelche Anrufe kommen, wenn ich ein Hacking habe, wenn ich eine Phishing-Mail bekomme, wenn ich doch aus Versehen etwas an den falschen Mandant verschickt habe. Ja, last but not least brauche ich auch so ein Aufbewahrungs- und Löschkonzept. Ich habe schon gesagt, in meiner Prozessübersicht muss festgelegt sein, wann lösche ich denn.
Ja, da gibt es Ausnahmen im Einzelfall. Wir haben das ja ziemlich genau definiert. Ich glaube, Sie verweisen auch noch drauf in den Datenschutzhinweisen im berufsrechtlichen Handbuch. Da kann man das auch nochmal explizit nachlesen. Und wichtiger Punkt, gerade vor dem Hintergrund der Angriffe, die tagtäglich auf die Kanzleien einprasseln, regelmäßige Backups und ein Backup-Konzept. Es muss klar sein, wer sich in der Kanzlei darum kümmert, dass alle Systeme jederzeit wiederherstellbar sind. Ja. Und da vor allem die Frage, das ist eine Führungsentscheidung, welchen Verlust akzeptiere ich? Ja, also wenn ich sage, ich sichere einmal in der Woche, dann heißt das, wenn ich am Freitagmorgen eine Panne habe, ich habe eine Woche Verlust. 10 Mitarbeiter, eine Woche, 400 Überstunden, um es nachzuarbeiten. Und das muss ich einfach mal für mich kalkulieren, welches Risiko gehe ich da? Genau, da muss dann jeder speziell in der eigenen Kanzlei mal gucken, welches Risiko er da eingehen will, genauso wie Sie es gesagt haben. Da ist es wahrscheinlich sinnvoller, dann doch mal öfter so ein Backup zu machen. Herr Munker, vielen Dank. Das sind ja schon einige Anforderungen, die in den Kanzleien da beachtet werden müssen. Haben Sie denn mal einfach ein Beispiel aus der Praxis? Wo lauern denn besondere Datenschutzrisiken? Sie machen ja auch viele Seminare und hören da wahrscheinlich auch sehr viel so aus der Praxis. Ja, was kann denn so schiefgehen? Wo sind denn so Risiken? Also ich würde da gerne an meinen letzten Punkt anknüpfen, weil das ein Thema ist, das wirklich auch existenziell werden kann. Und das mussten wir in den letzten Jahren tatsächlich mehrfach feststellen, das Thema Datensicherung. Ja, wenn Sie schlimmstenfalls einen Totalverlust haben bei Ihren Daten, dann kann es bis hin zur Insolvenz führen in der Kanzlei. Und dieses Thema erleben wir immer wieder. Ich mache es mal greifbar, ich nehme einfach mal ein Beispiel, ja, aus der eigenen Beraterpraxis. Sie kommen in die Kanzlei, Sie fragen nach, wer ist denn bei Ihnen für die Sicherung zuständig? Da heißt es, ich nenne sie jetzt mal, das macht die Frau Mustermann, ja, dass wir niemanden auf die Füße treten. Die Frau Mustermann kümmert sich, dann gehe ich zur Frau Mustermann und sage, Sie machen das mit der Datensicherung. Dann sagt die mir, naja, was heißt Sicherung? Ich hänge halt morgens die eine Festplatte dran, nehme abends die andere mit nach Hause. Dann kommt schon die erste Frage, mehr gibt es nicht. Genau den Fall hatten wir nämlich. Ja, dann frage ich, mehr gibt es nicht. Dann sagt sie, nein, das langt doch. Dann sage ich, was ist, wenn es tagsüber brennt? Dann kriege ich die Antwort, tagsüber brennt es nicht. Fakt, es hat auch nicht gebrannt, aber die Schadsoftware hat zugeschlagen. Ja, und damit war alles verschlüsselt, die Datensicherung und der Server. Und die Kanzlei stand mehrere Tage still. Ja, dann bohren wir natürlich weiter. Dann sagen wir, wer macht das denn, wenn Sie im Urlaub sind? Dann heißt es, ja, das macht eine Kollegin. Dann sage ich, wer macht das, wenn Sie beide im Urlaub sind? Ja, dann wird halt mal 14 Tage nicht gesichert. Dann lasse ich mal die Platten zeigen. Dann stelle ich fest, die sind schon Jahre alt. Dann frage ich nach der Verschlüsselung. Dann stelle ich fest, die sind nicht verschlüsselt. Dann kommt natürlich die Frage, das wäre jetzt wieder Ihr Thema, ja, als Kammer, wie schaut es eigentlich mit dem Beschlagnahmeschutz aus, wenn die Frau Mustermann als Nicht-Berufsträgerin dann die Platte in ihren Einkaufskorb packt und mit ihr nach Hause geht, vielleicht zwischendurch noch schnell zum Einkaufen geht und dann steht ihr Einkaufskorb mit der Datensicherung der Kanzlei im Einkaufswagen und sie ist 2 Gänge weiter, weil sie dort irgendwas sucht. Und wenn diese Platte weg ist, dann haben Sie A, ein Problem, wenn die nämlich unverschlüsselt ist, können Sie alle Mandanten darüber informieren, dass Sie diese Panne hatten. Also ein Image-Thema par excellence. Ja, Sie können die Aufsichtsbehörde informieren. Ja, und Sie haben noch ein berufsrechtliches Thema, weil Sie sich fragen lassen müssen, warum Sie eigentlich eine unverschlüsselte Datensicherung der Mitarbeiterin mit nach Hause gegeben haben. Also, das ist so ein Beispiel aus der Praxis, was uns immer wieder passiert, ja, was uns immer wieder unterkommt. Und meistens wird es erst dann geändert, wenn entweder was passiert ist oder man kurz davor stand, weil es halt mit Kosten verbunden ist, wenn man das Ganze optimieren möchte. Vielen Dank, Herr Munker. Ein wirklich gutes Beispiel, das auch zeigt, man muss sich ständig kümmern und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Gerade in den Steuerberaterkanzleien, wo ja doch hochsensible Daten verarbeitet werden, da muss man einfach immer dranbleiben und gucken, dass man wirklich einen guten Datenschutz und eine gute IT-Sicherheit hat, die solche Pannen dann nach Möglichkeit natürlich vermeidet. Herr Munkmar, ich komme mal zum nächsten Thema, sichere Kommunikation mit Mandanten, aber auch mit Gerichten und Behörden. Da haben wir seit Beginn des Jahres 2023 jetzt das besondere elektronische Steuerberater-Postfach. Da haben wir natürlich einen Riesensprung gemacht, was die Digitalisierung anbelangt und die sichere Kommunikation eben auch anbelangt. Da sind wir gut aufgestellt, aber in Zeiten jetzt, wo es ja doch immer mehr Homeoffice gibt, mobiles Arbeiten, auch bei den Mitarbeitern, was ja in vielen Steuerberaterkanzleien genutzt wird,
Wird auch viel genutzt, natürlich die Kommunikation über Cloud-Lösungen. Wie ist es denn dabei? Was muss man denn da alles beachten? Also das wird genutzt, um orts- und auch zeitunabhängig Zugriff zu haben, natürlich auf relevante Daten, auch auf sensible Daten natürlich. Aber da gilt es ja auch, einiges zu beachten. Wie kann ich mich denn da sicher aufstellen und letztlich auch diese Daten hier optimal schützen? Ich denke mal, da gilt es ja wirklich, vorher einen Blick auf den entsprechenden Dienstleister zu werfen. Ich vergleiche das immer so gerne, kann ich ja abschließend ein Beispiel bringen. Wir hatten früher nur die analoge Haustür, jetzt haben wir eben auch die digitale Haustür, um die wir uns kümmern müssen. Das heißt, wir brauchen einfach die Gewähr, dass der Standard bei dem Dienstleister genauso hoch ist wie in der eigenen Kanzlei. Das heißt, wir müssen gucken, gibt es da Datenschutzzertifikate, gibt es da so ein Trusted Cloud Datenschutzprofil, wie ist das Rechenzentrum, in dem die Cloud-Anwendung gehostet wird, zertifiziert? Ja, wenn Sie zum Beispiel in der höchsten Schutzklasse, Schutzklasse 3 zertifiziert sind, dann garantieren Sie damit einhergehend auch eine BDSG- und DSGVO-konforme Auftragsverarbeitung. Und damit haben wir eben die Rechtskonformität für den Steuerberater. Auch bekannt zum Beispiel die ISO 27001, das ist so das Mindestmaß, was man eigentlich heutzutage von einem Rechenzentrum in dem Steuerberaterkanzleien hosten erwartet. Und das Problem, das ich immer habe mit dieser digitalen Kommunikation, ist tatsächlich, das in die Vorstellungswelt der Kanzleien und der Mitarbeiter hineinzubringen. Ja. Weil früher haben sie abends abgeschlossen und dann war die Kanzlei verschlossen. Und wenn ihnen der Nachbar gesagt hat, da war nachts irgendwas in deiner Kanzlei, da ist so ein Taschenlampenkegel rumgelaufen und der Steuerberater sagt, ja Mensch, als ich morgens reinkam, lag ein Ordner an der anderen Stelle, der hätte die Grippo eingeschaltet, die Schlösser gewechselt, eine Alarmanlage eingebaut, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Jetzt kommt der Forensiker und sagt, irgendwas stimmt mit deiner Anwendung nicht, ich habe da Datenverluste. Dann sagt er, ja, aber es geht doch alles. Es funktioniert alles, es ist alles prima. Eben bis dann die Panne passiert ist, ja, bis dann die Daten irgendwo auftauchen, der Erpressungsversuch kommt, sich die Schadsoftware installiert hat und das passiert ja oft zeitversetzt. Ja. Also, um den Bogen zurückzubekommen, wenn ich mir einen Anbieter aussuche, wenn ich mir eine Cloud-Lösung aussuche, sollte einer der ersten Schritte sein, mir eben vorlegen zu lassen, dass diese Anwendungen entsprechend zertifiziert sind und die Sicherheitsstandards nach dem Standard Technik einhalten. Ja. Gerade wenn das irgendwelche Startups sind, die mit ganz innovativen Ideen kommen, erstmal die Frage stellen, wie habt ihr denn das Ganze technisch in den Griff bekommen? Mhm. Vielen Dank, Herr Munker. Jetzt kann es ja gleichwohl sein, ich habe mich datenschutzrechtlich prima aufgestellt, ich habe auch IT-Sicherheit entsprechend eingerichtet in meiner Kanzlei und finde eigentlich, habe ich alles gut gemacht. Gleichwohl können ja Fehler passieren. Auch wenn ich gut aufgestellt bin, lassen sich Fehler nie ganz ausschließen, weil letztendlich sind natürlich immer noch Menschen, die handelnden Personen vor Ort und da kann auch mal was schief gehen. Was mache ich denn bei einer Datenpanne? Was muss ich denn dann konkret tun? Wenn ich feststelle, oh, da ist jetzt aber doch mal der Stick mit irgendwelchen sensiblen Daten verloren gegangen oder naja, irgendwas anderes, was wir uns auch immer vorstellen können, die Sicherheitskopie in der Einkaufstasche, na, das war jetzt schon ein Extrembeispiel, aber es kann ja alles passieren und was muss ich denn dann tun? Also ich habe Ihnen von keinem Beispiel erzählt, das ich nicht selbst schon erlebt hätte. ja, ich brauche einfach eine Checkliste, wie ich das verfahren muss, weil in dem Augenblick, wo so eine Panne vorfällt, es ist Unruhe, es ist Hektik, ja, Mitarbeiter hat ein schlechtes Gewissen, Chef hat eigentlich keine Zeit dafür und man muss sagen, ich habe 72 Stunden Zeit, wenn es eine meldepflichtige Panne ist. Und die 72 Stunden, das sind keine Werktage, das sind 72 Stunden. Das heißt also, die Panne am Gründonnerstag muss am Ostersonntag gemeldet werden. Ja, ich brauche eine Checkliste und dann brauche ich ein kleines Team. Dann muss ich eben wissen, wen brauche ich dazu. Ich brauche vielleicht meinen Datenschutzbeauftragten, meinen EDV-Beauftragten, vielleicht meinen Softwareanbieter. Und dann muss ich abwägen, das Risiko. Und zwar nicht das Risiko für die Kanzlei, sondern das Risiko für die Personen, deren Daten betroffen sind. Und wenn ich feststelle, dort gibt es ein Risiko, dann muss ich an die Datenschutzaufsichtsbehörde melden. Unserem Föderalismus geschuldet ist es diese Behörde immer in ihrem Bundesland angesiedelt. Ja, also wir haben in jedem Bundesland eine eigene Behörde. Die meisten Behörden, mittlerweile glaube ich fast alle, haben so elektronische Meldeformulare, die kann man sich mal anschauen, dann sieht man nämlich, was die fragen. Und wenn ich ein hohes Risiko habe, dann muss ich auch die betroffenen Personen benachrichtigen. Und je mehr das sind, desto unangenehmer wird es. Das haben wir ja im letzten Beispiel gezeigt.
Das Ganze sollte ich sauber dokumentieren, vor allem auch dann, wenn ich zu dem Schluss komme, es gibt kein Risiko. Es gibt kein Risiko für die betroffene Person. Nein, ich muss nichts melden, weil der Postfehlversand von dem Mandant ungeöffnet zurückgegeben wurde. Trotzdem sollte ich es dokumentieren, falls irgendwann nochmal was nachkommt, dass ich sagen kann, haben wir bemerkt, wir haben gehandelt, es gab kein Risiko, ich habe eine Aktennotiz, die ist in meinem Datenschutzordner drin. Ja. Das heißt, ich muss das einfach komplett dokumentieren und zu den Unterlagen geben. Also bei der Datenschutzpanne nicht in Panik verfallen, sondern einfach vorbereitet sein und wissen, was dann zu tun ist. Das ist sicherlich das Beste an der Stelle. Das kann weg. Herr Munker, wir kommen auch schon zur letzten Frage in unserem Podcast, die wir hier jedem Teilnehmer auch stellen. Was kann denn weg beim Thema Datenschutz? Wenn ich jetzt sage, nichts kann weg, dann habe ich die Frage nicht beantwortet. Aber im Grunde ist es so, es gibt gesetzliche Vorgaben, die muss ich umsetzen. Ja. Was ich mir wünschen würde, wäre etwas weniger Bürokratie und von der Vorgehensweise her, dass ich einfach sage, wir konzentrieren uns aufs Wesentliche. Und das gibt auch gerade die Datenschutzgrundverordnung her, weil sie lässt eine Kosten-Nutzen-Abwägung zu, wenn ich mich da mal genau mit befasse. Und deswegen gehen wir eigentlich immer nach dem Pareto-Optimum vor. Das dürfte ja den Beratern bestens bekannt sein. Mit 20% Input erreiche ich 80% Output. Aber letztlich will ich doch einen Punkt ansprechen, was kann weg? Ich habe es vorhin gesagt, wir haben in jedem Bundesland eine eigene Aufsichtsbehörde. Der Föderalismus ist ein Thema, das uns Berater alle umtreibt. Ich will mal so ein Beispiel nehmen. Es geisterte ja die Frage im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung, kann der Steuerberater Auftragsverarbeiter sein oder nicht? Diese Frage habe ich 2012 schon mal adressiert an alle Aufsichtsbehörden und völlig unterschiedliche Antworten bekommen. Die kam dann nochmal hoch und tatsächlich, wir haben das gehabt bei unseren Kanzleien. Baden-Württemberg sagt ja, Bayern sagt nein. Sie haben eine Kanzlei, die sitzt in Neu-Ulm und hat Mandanten aus Ulm. Ulm ist Baden-Württemberg, Neu-Ulm ist Bayern, nur durch die Donau getrennt. Ja. Die Lösung haben wir erst 2019 bekommen. Also nach fast 10 Jahren Diskussion haben wir die bekommen durch die Änderung des STB, in dem klargestellt wurde, der Steuerberater ist ein Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, kein Auftragsverarbeiter. Und wir erleben das aber bei vielen Punkten, dass sich die Aufsichtsbehörden der Länder eben nicht einig sind, auch wenn sie zusammen tagen in der Datenschutzkonferenz, sie werden sich nicht einigen, sie haben unterschiedliche Auslegungen bei teilweise wichtigen Themen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Also ein bisschen weniger Föderalismus und ein bisschen mehr Einigkeit bei der Auslegung der Regelung wäre für den Berufsstand hier an der Stelle dann total hilfreich. Wenn Sie mehr zum Thema Datenschutz erfahren möchten, dann kann ich Ihnen unser Live-Webinar Update Datenschutz für Steuerberatungskanzleien sehr ans Herz legen. Herr Munker, in diesem Live-Webinar steigen Sie ja noch tiefer in die Materie ein, als es heute hier in unserem Podcast überhaupt möglich war. Der nächste Termin für das Webinar ist der 16. November. Herr Munker, vielen Dank. Zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne noch hinweisen auf die aktuellen Datenschutzhinweise der Bundessteuerberaterkammer, die wir gemeinsam mit dem DSTV erarbeitet haben. Das sind die Hinweise für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften. Wir haben die gerade wieder aktualisiert. Sie finden diese Hinweise bei uns auf der Homepage und auch im berufsrechtlichen Handbuch. Zudem finden Sie dort auch ein Muster, zum Beispiel für ein Verarbeitungsverzeichnis, für ein Löschkonzept und auch verschiedene Arbeitshilfen. Also im Grunde Hilfen für die Dinge, die Herr Munker auch eingangs angesprochen hat, nämlich die ganzen Datenschutzanforderungen, die in der Kanzlei zu erfüllen sind. Da haben wir Ihnen einige Hilfen zusammengestellt. An diesen Hinweisen hat Herr Munker auch mitgewirkt. An der Stelle nochmal herzlichen Dank auch dafür, Herr Munker. Und auch herzlichen Dank für unser heutiges Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Vielleicht bald mal eine Fortsetzung. Vielen Dank, Herr Munker. Nicht zu danken. Mir hat es genauso viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich für die Einladung und ja, toi, 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 alles Gute weiterhin für den Podcast der Bundessteuerberaterkammer.